Mit 9 MZ und 6 Simson-Motorrädern aus dem IFA-Kombinat für Zweiradfahrzeuge ist die DDR-Equipe vertreten. Auch ein Enduro-Motorrad darf bei der Geräuschmessung den vorgegebenen Wert nicht überschreiten. An jeder Wettbewerbsmaschine werden 5 Teile, die Radnaben, der Motorblock, der Nachschalldämpfer, der Rahmen und das vordere Startnummernschild plombiert. Diese Teile dürfen während des gesamten Wettbewerbs nicht ausgewechselt werden. Nach der technischen Abnahme bringt jeder Fahrer seine Maschine in den Parc Fermé, den geschlossenen Parkplatz. Erst am Morgen des ersten Fahrtages werden die Fahrer jeweils 15 Minuten vor ihrer Startzeit ihre Motorräder wieder in Empfang nehmen. Was denken die DDR-Fahrer vor dem Start? Im Prinzip haben wir auf die alte bewährte Technik zurückgegriffen. Wir haben nur Feinheiten, zum Beispiel die Sitzposition geändert an der Maschine, dass wir weiter nach vorne rücken können, um die Belastung mehr auf Vorderrad zu legen. Aber sonst im Großen und Ganzen vertrauen wir, wie gesagt, auf der Technik wie im alten Jahr. Und wir haben speziell vor der Weltmeisterschaft vielleicht mehr trainiert wie im letzten Jahr. Ich bin dieses Jahr das erste Mal in der Welttrophäe mit eingesetzt in der Trophäenmannschaft. Komisches Gefühl als Neuling. Ich bin zweimal jetzt Junioren Trophäe mitgefahren die letzten 2 Jahre, wo wir einmal Weltmeister waren und einmal Vize-Weltmeister. Etwas Erfahrung gesammelt, aber trotzdem, Trophäe ist wieder was ganz anderes wie Silberweißer. Also besonders spannend für dich? Besonders spannend. Erstmal, es war eine riesen Auszeichnung überhaupt für mich, dass ich überhaupt in dieses Team gekommen bin. Da habe ich mich riesig gefreut. Da wollen wir sehen, wie es klappt und wie es läuft. Wir unterhalten uns, wenn die 6 Tage vorbei sind. Ja, nochmal, ja? Ja, alles klar, danke. Jens Grüner mit seiner MZ500. Ja, das ist erstmal was Neues für mich. Und eben, ich habe mich gut darauf vorbereitet und hoffe, dass ich das hier eben gut rumbringe, wieder runden bringe und vorne dabei sind mit meiner Mannschaft. Und mit deinem Motorrad? Ja, mit meinem Motorrad bin ich sehr zufrieden. Das ist jetzt das Neueste, was wir haben in Simson und das wird mich schon über die Runden bringen, hoffe ich doch. Erstmalig im Juniorenteam Thomas Bieberbach auf einer Simson 80 Kubikzentimeter. Ebenfalls Simson 80 Jens Thalmann, zum dritten Mal Mitglied der DDR-Trophimannschaft. Dann vorne die Scheibenbremse, dann feiligende Kette,
Wobei wir jetzt hier bei der Sechstagerfahrt nochmal auf die geschlossene Kette zurückgegriffen haben, weil die wartungsfrei ist. Da gibt es keine Probleme damit. Ne? Und das ist eben. Das Motorrad ist dadurch leichter geworden durch die Wasserkühlung, durch die Scheibenbremse vorne. Und die Fahreigenschaften des Fahrgestells ist besser geworden. Also, und wie hast du dich persönlich vorbereitet auf die 6-Tage-Fahrt? Ich persönlich war nach der EM lange krank und habe jetzt die letzten 14 Tage also intensiv genutzt, noch mich auf die WM vorzubereiten und werde mein Bestes geben, dass wir das Ding endlich mal gewinnen. Sonntagnachmittag vor dem Start. Feierliches Eröffnungszeremoniell in Jelena Góra. Einmarsch der Teilnehmer aus 24 Nationen. Jens Schäffler trägt die DDR-Fahne. Lächeln, lächeln! Italiens Männer bringen die beiden höchsten Trophäen des internationalen Endurosports, die sie vor einem Jahr auf heimischem Boden erringen konnten, und übergeben sie dem Veranstalter. Die Welttrophäe für den Weltmeister, die Silbervase für den Juniorenweltmeister. Wer wird sie diesmal gewinnen? Montag, 21. September 1987, erster Fahrtag. Ab 8.30 Uhr starten im Abstand von je einer Minute jeweils drei Fahrer. Ja, wir hatten lange vorher nicht gewonnen oder überhaupt MZ oder das damalige DDR-Team hatte lange nicht gewonnen. Aber Polen war eine Veranstaltung wie bei uns zu Hause, vom Gelände her, von den Voraussetzungen her. Und wir hatten genau dieses Gelände trainiert, hatten uns darauf intensiv vorbereitet. Und mit den vielen Fans, die nach Polen mitreisen durften, war natürlich klar, dass eigentlich nichts anderes in Frage kam, als mit einem Sieg zurückzukehren. Und wir wussten eigentlich ganz genau, wenn es in Polen nicht klappt, klappt es nie mehr. Schon der Start gilt als Wertungsprüfung. Sechs schwere Tage mit einer Gesamtstreckenlänge von 1470 Kilometern liegen nun vor den 403 Aktiven, die in sechs Hubraumklassen den Wettbewerb aufnehmen. Ja, es gab zwar die Bestimmungen, aber es war so, die Fans, die mitreisen wollten, mussten alle Antrag stellen und bekamen dann einen Urlaubs- oder beziehungsweise
Reisevisa für Polen, mit welchem sie dann dort für uns im Prinzip da sein könnten. 19 Trophymannschaften mit jeweils 6 Fahrern, 14 Silbervasenteams mit je 4 Junioren bis 23 Jahren, 61 Club- und 25 Fabrikmannschaften werden um den Sieg kämpfen. Die 62. internationale 6-Tage-Fahrt hat begonnen. Sonderprüfungen sind das Salz in der Suppe jedes Enduro-Wettbewerbs, auch bei den Six Days. Für die täglich 2-mal zu fahrende Cross-Prüfung ist ein etwa 3,5 Kilometer langer Kurs abgesteckt, der mit dafür sorgen soll, dass die Spreu vom Weizen gesondert wird. Schnelle Zeiten sind hier gefragt. Seit vielen Jahren gehören die Fahrer mit den Simson-Maschinen aus Suhl und den MZ-Motorrädern aus Zschopau zur internationalen Spitze des Endurosports.
Also wir sind hingefahren, schon mit der Vorgabe, gewinnen zu wollen. Und man muss auch sagen, wir waren schon die Tage zuvor in Polen oder die Monate zuvor, haben uns angeschaut, wo die Prüfungen sein werden. Haben uns speziell auf diesen Untergrund vorbereitet, der uns da entgegenkam. Eigentlich war das Polen von 87 auf uns zugeschnitten. Sie wollen gewinnen und deshalb fahren sie schon in den Sonderprüfungen des ersten Tages sehr schnell. Also ich sag mal so, zu jeder 6Ds, an dem wir teilgenommen hatten, war natürlich immer die Maßgabe, wenn es geht, um den ersten Teil zu fahren. Und das wollten wir als Fahrer sowieso, das haben wir uns einfach, die Ziele haben uns gestellt. Wie es am Ende ausgegangen ist, das war immer da ist durchwachsen. Aber in Polen hatten wir uns schon vorgenommen, weil wir wussten, dass auf jeden Fall das Terrain, also der Untergrund, die Berge, das Land, so wie bei uns hier. Und da hatten wir schon was ausgerechnet, dass wir da auf jeden Fall auf dem Treppchen fahren können. Turbulente Szenen in der Spezialprüfung des ersten Fahrtages. Vom ersten bis zum fünften Tag sind jeweils 2 Runden im Gelände zu fahren. Neben den Crossprüfungen gibt es täglich eine Spezialprüfung über etwa 5 Kilometer, deren Start und Ziel die Fahrer erst in der ersten Tagesrunde kennenlernen. In der zweiten Runde erfolgt dann die Zeitmessung. In dieser Spezialprüfung beweisen die DDR-Fahrer ihr Können und die Leistungsfähigkeit ihrer Maschinen. Sie übernehmen nach dem ersten Fahrtag die Führung im Trophy- und im Juniorenwettbewerb. Erster Tag war eigentlich ein normaler Fahrtag. Hatte abends wohl, glaube ich, mit der Auswertung etwas länger gedauert, aber es war vom ersten Tag auch so, dass wir schon in Front lagen und hatten uns im Prinzip vom ersten Tag an die Spitze gesetzt, die wir dann über die anderen Tage nicht wieder hergegeben haben. Die Truppe, ich muss sagen, vorher, die 18er war die Truppe auch eine sehr gute Truppe. Aber wir waren da immer etwas vom Pech behaftet. Wenn ich so zurückdenke, in Schweden, 6Ds, bin ich ja schon mitgefahren, 78. Da wurde das Abschlussrennen annulliert. Normal wären wir die Sieger gewesen, so hätten wir in Schweden gewonnen, waren Vize. Oder aber in England, 6Ds, Junior-Trophy und Trophy. Jeweils ein Ausfall, in Führung liegend, technischer Schaden. Oder GSR, ich glaube 83, als der Lemmel auf der ersten Etappe gestürzt ist, waren wir eigentlich eine sehr gute Truppe, hätten hinterher gewinnen. Also man muss das mal so sagen, normalerweise, ich habe 74 angefangen bis 90, in der Zeit konnten wir auch sicher die Trophy 4, 5, 6 Mal gewinnen. Wir hatten wirklich immer viel, viel Pech.
Ja, wir hatten eigentlich am stärksten die Italiener und die Schweden eingeordnet. Wobei wir auch wussten, dass die Tschechen bei der Veranstaltung überhaupt nicht zu unterschätzen sind. Denn genauso wie für uns war es für sie eigentlich auch heimisches Gelände. Eigenes Publikum ist immer irgendwo beflügelnd. Es ist fantastisch, wenn du die Leute am Rand siehst, wenn sie dir zujubeln. Nicht umsonst sagt man, der Beifall das Brot des Künstlers ist der Beifall. Und das war natürlich bei der Veranstaltung grandios. An jeder Auffahrt hast du sie schreien und jubeln gehört. Sie haben dich vorangetrieben. Du hast deinen Namen gehört. Und das ist schon ganz entsprechend motiviert, wenn du Höchstleistung bringen sollst. Es lief nach Plan. Also ich kann jetzt nur von der Junior Trophy sprechen, dass es da so war, dass wir das Glück hatten, dass es ab dem vierten Tag geregnet hat und wir von da an vor den Italienern waren. Und die Trophy hatte etwas das Glück, dass die Schweden, die als Top-Favorit da waren, am ersten Tag technisches Problem hatten und dadurch schon einige Verspätung hatten.
Jede Tagesetappe umfasst etwa 12 bis 14 Streckenabschnitte, an deren Ende sich jeweils eine Zeitkontrolle befindet. Hier muss jeder Fahrer pünktlich zu der ihm vorgegebenen Zeit seine Fahrerkarte stempeln lassen. Es ist normal, wenn den Fahrern an den Zeitkontrollen einige Minuten verbleiben, um das Motorrad zu überprüfen, eine Erfrischung zu sich zu nehmen oder manchmal auch ein kurzes Gespräch zu führen. Das ist echt gut, ich hoffe, dass es heute auch wieder so läuft. Heute ist die Zeit etwas knapper auf der zweiten Etappe bis jetzt. Und ja, sonst bin ich eigentlich optimistisch. Ich würde sagen, der erste Tag war so ein richtiger Geländeform, wie es sein muss. Wir sagen alle gut aus, wir lernen den ersten Tag in der Vase und hoffen den ersten Platz. Wir hoffen, dass wir das bis zum sechsten Tag so weiterführen können. Heute sind die Bergprüfungen etwas anders wie gestern. Das ist die extra Prüfung durchs Gelände. Das ist auch sehr schwierig später. Bis jetzt sehr gut. Ich hatte bis jetzt bis einen Bodenkontakt vorgenommen, ein kurzer Eisrutscher. Aber sonst einmal frei und keine Probleme nicht gehabt. Und seid ihr nun die jagten Hasen? Wie es aussieht, ja, wir hatten ja noch einen ersten Tag am Erster. Und heute, bis jetzt war ja noch keine Prüfung. Wir werden sehen, wir werden alles versuchen, so die Spitzenposition beibehalten. Eins muss ich hier noch mal betonen, 87 Polen konnten viele Leute aus der DDR, also zu dem Rennen reisen, was sie ja sonst nie konnten. Da muss ich sagen, unsere Fans, die haben uns da schon sehr, sehr viel geholfen. Sowas kannten wir ja eigentlich nicht. Wir sind ja immer im kabbalistischen Ausland gefahren und durften unsere Leute nie mit. Wir sind eigentlich ohne Fans immer an den Start gegangen. Und in Polen, das war schon wirklich fantastisch. Du bist durch den Wald gefahren, auf der Sonderprüfung, da waren die DDR-Fahrer und sind da gestanden, haben uns bejubelt. Das hat uns schon aufgebaut. Ich meine, das war auch ein sehr, sehr großer Grund mit, warum auch das so gut war. Beschleunigungsprüfung. Aus dem Stand sind auf ebener Straße 200 Meter so schnell wie möglich zu durchfahren. Sich lang machen und Gas geben, heißt hier die Devise. Mm-hmm.
es war eine schwere 6Ds, eine ganz schwere 6Ds. Also, ich glaube, am dritten Tag hat es angefangen zu regnen. Das hat die ganze Sache natürlich noch schwerer gemacht. Also, da hatten wir das Teil schon abends satt, sag ich mal, 9 Stunden im Sattel gesessen, durchgefroren, nass, Schlamm. Also, da musste man schon viel Humor haben. Aber wir lagen ja vorne und wie gesagt, unsere Fans waren immer da und haben uns aufgemuntert. Und das fand ich schon gut. Auch der dritte Fahrtag sieht die DDR-Trophy-Mannschaft vor Italien und Schweden in Front. Mit Favoriten wie Frankreich, die CSSR und die Bundesrepublik Deutschland sind wegen Fahrerausfall schon aussichtslos zurückgefallen. Bei den Junioren haben die Italiener vor der DDR und Finnland die Führung übernommen. Nur auf der Strecke müssen sich die Fahrer als Meister ihres Fachs erweisen. Auch am Nachmittag, wenn im Stadion kurz vor der letzten Zeitkontrolle die Motorräder für den nächsten Tag präpariert werden, ist sichere Beherrschung der Technik erforderlich. Was sagt Trophy-Kapitän Harald Sturm dazu? Beiden am Maschine selber machen. Das ist im Reglement so festgehalten. Wenn jetzt ein Monteur bei mir mithelfen würde, hätte es in Hüfte reinbauen, würde ich aufgeschrieben, wie man sieht. Aber du bist jetzt 7 Stunden auf dem Motorrad gesessen. Ist das nicht eigentlich ein bisschen ungerecht? Vielleicht ist es ungerecht, aber es ist mir einmal so im Reglement festgehalten, dann müssen wir es machen. Das trifft jeden Fahrer. Und eben ist eben das dann der Fahrer, der es am schnellsten beherrscht. Sauber Da macht Minuten. Das gehört dazu, dass man eine Maschine reparieren kann. Problem kann man es eigentlich nicht bezeichnen. Hier nachher wurde immer darüber gelacht. Unser Betreuer hat uns abends oder nach dem Rennen immer vom nächsten Tag zu die Sonderprüfungen gefahren. Und da auch eben zu einer Spezialprüfung und Start und Ziel waren nicht am selben Ort. Und er hat uns zum Start gefahren und hat aber leider das Ziel nicht gefunden.
Und es wurde finster und unser Betreuer war immer noch nicht da. Also sind wir bei Anhalter mit einem Schweinehänger wieder ins Hotel zurückgekehrt. Und der Betreuer hat dann Panik bekommen, den hat noch die Polizei mit überhöhter Geschwindigkeit gestoppt und der saß leider mit der 8 kurze Zeit im Gefängnis. Dritten, vierten Tag, ich sagte gerade, schweres Rennen, ganzen Tag geregnet, kalt. Und dann müssen wir abends immer, wie das ist, die Sonderprüfung anschauen, um da zu sehen, hat sich da was geändert oder uns nochmal da kundig zu machen. Da sind wir rausgefahren ohne den Mannschaftsleiter, die waren nicht mit, auch für die anderen Mannschaften nicht, haben uns dummerweise auf der Sonderprüfung getroffen, Schweden, Italiener und die Franzosen. Und wir sind dann so ins Gespräch gekommen und gesagt, eigentlich haben wir alle das satt jetzt, das ist lang, wir wollen ja nicht mehr laufen. Haben wir gesagt, okay, wenn wir jetzt alle in die Kneipe gehen, trinken Bier, sind es morgen gleiche Bedingungen. Wir liegen bis auf Platz 4, waren alle Mannschaften dabei. Gehen wir gemütlich ein Bier trinken, setzen uns ins Warme und verschwinden ja kein Mannschaftsleiter mit. Das haben die auch nicht gewusst, auch nicht mitgekriegt. Da sind wir gemeinsam weggefahren, uns in die Kneipe gesetzt, haben schön Bier getrunken und haben trotzdem gewonnen. Das war okay so. Das fand ich gut. Dann haben alle mitgezogen. Spitzenmannschaften wechseln täglich die Hinterradreifen an ihren Motorrädern. Routiniers schaffen einen Reifenwechsel, wenn die Zeit knapp ist, unter 4 Minuten. Nach dem Zieleinlauf werden an jedem Nachmittag die Wettbewerbsmotorräder wieder im Parc Fermé abgestellt. Vorher prüfen jedoch die technischen Kommissare, ob alle Plomben unversehrt sind. Nach dem vierten Fahrtag, es hat pausenlos geregnet, sind die Gesichter der Akteure von der Härte des Geschehens auf der Strecke gezeichnet. Ja, ich hatte ein bisschen Probleme mit meiner Hand, aber ich habe die Zeiten eigentlich geschafft. Aber ich habe mich jetzt bin gestürzt in der Geländeprüfung und da ist der Gas kaputt gegangen und dann musste ich bloß mit dem Ball zu ins Ziel fahren und dann reparieren. Ich habe gerade so die Karenzzeit geschafft. Aber ich denke doch, dass es nicht zu weit wird. Ja. Das ist eigentlich, ich werde auf die letzten 2 Tage trotz Schmerzen noch mein Bestes geben. Wir werden das schon irgendwie in den Griff kriegen. Also es war wirklich eine harte Veranstaltung heute. Es war vielleicht der härteste Tag mit. Durch das viele Wasser überall auf der ganzen Strecke und auf der Sonderprüfung. Es war nur eine Schmiere. Ich musste nur immer festhalten, damit ich nicht gestürzt bin. Der Veranstalter hat ja die Strecke noch verlegt, kürzer gemacht. Also hatte man maximal 2 Minuten Zeit an der Kontrolle. Und gestern waren es 6. Und bei knapp 400 Fahrern ist die Strecke so schlecht geworden, dass man immer dranbleiben musste, straff Gas machen.
ich würde sagen, wir waren unbedingt akzeptiert, anerkannt, als sportlicher Gegner gefürchtet. Und aber trotzdem bei unseren Mitbewerbern eigentlich beliebt, weil wir hatten zu allen ein gutes Verhältnis, was man zwar zur damaligen Zeit nicht so offiziell kundtun durfte, aber wir hatten eigentlich zu allen Sportlern, ob es die Schweden waren, die Italiener waren, ob es die Bundesdeutschen waren, wir hatten zu allen ein gutes Verhältnis. Das ging so weit, dass wir sogar während der Veranstaltung Motorräder getauscht haben. Ich weiß noch, Carlson ist damals in meiner Klasse gefahren. Wir haben während der Veranstaltung sogar mal ein Motorrad getauscht, sind auf der Etappe, wo das niemand gesehen hat, außer uns Fahrern, weil ich ein Stück mit seiner gefahren und er ein Stück mit meiner gefahren. Also solche Sachen sind schon vorgekommen. Wenn das damals publik geworden wäre, dann hätte man uns gesteinigt für die Sache. An dieser Stelle soll dem polnischen Motorsportverband, dem sportlichen Organisator dieser Six Days, ein Lob für die Ausrichtung des gesamten Wettbewerbs ausgesprochen werden. In Polen wurde der ursprüngliche Leitgedanke der Six Days, nämlich 6 Tage lang die Geschicklichkeit der Fahrer und die Zuverlässigkeit der Motorräder im Gelände zu prüfen, wieder lebendig. Die Fahrtleitung lag in den Händen von Männern, denen sportliche Fairness als Verpflichtung gilt. Es gab verschiedene Probleme. Es gab einmal das Problem mitten in der Woche, als der Regen kam. War natürlich eine schwierige Situation, wobei wir eigentlich prädestiniert genug waren, die wirklich optimal zu meistern, da wir uns darauf auch speziell vorbereitet hatten, auch von der Technik her. Thank you.
Am sechsten Fahrtag sind noch einmal 69 Kilometer im Gelände zurückzulegen, bevor beim Abschluss Motocross die endgültige Entscheidung über den Sieg bei dieser 6-Tage-Fahrt fällt. Ja, die Motorräder haben es eigentlich gut überstanden bis jetzt. Größere Probleme hat man auch nicht. Kann eigentlich mit gut Glück sprechen. Die Technik, die kann noch mal 6 Tage halten. Also wir sind echt zufrieden mit unserer Technik. Es gab keinerlei Probleme bei uns. Und wir müssten vielleicht noch mal den ganzen vielen Fans, die nur hier angereist sind, mit schönen Dank sagen, weil immer wenn es mal nicht mehr so richtig weiterging, hat sie uns wieder hochgerissen. Also es hat uns echt gefreut. Was soll man erzählen? Es war eine der Wegen verhältnismäßig doch schwere 6 Tage Fahrt bis jetzt. Wir stehen jetzt kurz vor dem Abschlussrennen, wir liegen in Führung. Wir hoffen natürlich, dass alles gut geht. Wir haben nur 2 Tage Regenwetter bei A-Zeit und 3 Tage Sonnenschein bei B-Zeit überstanden. Wir hoffen, dass das auch noch klappt. Wir haben uns trotzdem durchgekämpft, haben das auch überstanden. Und sonst muss ich sagen, war es seit Jahren wieder mal eine Geländefahrt. Also wo man sagen kann, Geländefahrt, nicht nur Straßen und Wege gefahren, wo man sich ausruhen kann. Hier musste wirklich gekämpft werden und das gehört, denke ich, dazu zu einer 6Ds. Ja, möchte ich mal sagen, dass mein erster 6Ds als Trophyfahrer hier war. Es war eine sehr anspruchsvolle 6-Tages-Fahrt, die sehr schweres Gelände beinhaltet hat, sehr knappe Fahrzeiten. Das Motorrad bis jetzt überhaupt keine Probleme, absolut in Ordnung. Wir können sehr zufrieden sein. Wir hatten durch unsere mannschaftliche Geschlossenheit waren wir ja 5 Tage in Front bis jetzt. Was jetzt noch kommt, das wird sich entscheiden. Das müssen wir 2 entscheiden. Wir hoffen, dass es klappt. Eigentlich der letzte Tag auf der Strecke entscheidet nichts mehr. Die Zeiten sind nicht mehr so knapp. Es wird im Prinzip eine verkürzte Strecke bis hin zum Abschlussrennen gefahren. Und man ist schon irgendwo, wenn man in Führung liegt, zwar doch hoch motiviert und konzentriert, aber unterschwellig kommt auch irgendwo schon auch das Glücksgefühl, das Happy-Sein. Und so ist es mir passiert, dass ich mich auf der Strecke wohl vielleicht nicht optimal konzentriert hatte. Einen großen Kiesel erwischt hatte. Ja, Kiesel, das war schon ein halber junger Felsen, den ich da erwischt hatte. In einem abgemähten Stoppelfeld, der nicht zu erkennen war, mich überschlagen hatte. Und natürlich dann dementsprechend war die Bescherung da. Das große Finale. Szenen aus den Rennen der verschiedenen Hubraumklassen beim Abschlusscross. Hatte mir dort Kahnbein angebrochen, Handgelenk überdrückt. War schon eine kritische Situation, weil es war wirklich schwierig, dann beim Abschlussrennen dementsprechend die Leistung zu bringen, um den Sieg zu sichern. Ich muss aber sagen, unserem damaligen Mannschaftsarzt, dem Klaus Horn, ist es wirklich zu verdanken, dass das alles so optimal gepasst hatte. Uwe ist ja früh gestürzt auf einer Etappe, wo eigentlich nichts weiter war. Es kann halt passieren, so Sport, hat sich das Handgelenk schon schwer verletzt. Er wurde dann gespritzt und verbunden, das hat dann schon funktioniert. Und dann hatten wir noch den Grüner Jens,
sehr guter Mann und der wollte unbedingt den Einzelsieg schnellster Klassen werden und die Klasse gewinnen. Und was passiert? Alle am Start, Jens war vorn, Gerangel, und da ist er runtergefahren worden, hat sich halt nicht zurückgehalten und ist wirklich so relativ schwer gestürzt. Wir saßen am Ziel oben, musste sagen, schon die Tränen im Auge, weil wir dachten, jetzt war das wieder der Sieg, es ist vorbei, aber dann kam er glücklicherweise dann noch gefahren. Noch in Frage gestellt, als wir die Gruppe der Profileute in den Motocross-Prüfung fahren sahen und gleich in der Startrunde dann dieser dumme Unfall passierte, in dem dann auch der Jens Grüner verwickelt war, der ja Mitglied unserer Mannschaft war. Und in dem Moment, da bleibt erstmal das Herz stehen, weil man denkt, 6 Tage gefahren, dem Volk, den Erfolg so kurz vor Augen und dann dieser Unfall. Und hoffentlich geht das Motorrad wieder los. Und es war zum Glück so, dass das Motorrad wieder ansprang. Der Triumph ist perfekt. Bilder der Freude nach einem großen Sieg. Die DDR-Trophy-Mannschaft ist Enduro-Weltmeister 1987. Die DDR-Junioren erringen den Titel eines Junioren-Weltmeisters. Die Mannschaft des ADMV der DDR siegt im Wettbewerb der Clubmannschaften. Ja, geplant. Ich denke, im Sport kann man eigentlich planen, ist vielleicht nicht das richtige Wort. Es war eine Zielstellung. So, und diese Zielstellung muss natürlich erstmal umgesetzt werden, indem jeder, der dort zum Einsatz kam, sein Letztes, sein Bestes gegeben hat, um am Ende einen Mannschaftserfolg zu erfahren. Geplant, jeder hat es gehofft, jeder hat es gewollt und jeder hat auch darauf hingearbeitet, dass die Mannschaft am Ende zum Sieg kommt. Da gibt es einen Fan speziell aus Birnichen, hier im Nachbarort. Rotbart hieß der als Spitzname und hatte so einen schönen, großen, roten Bart. Und da haben wir vorneweg drüber gesprochen. Ich sag, wenn wir hier die Trophäe gewinnen, das wäre doch mal was, ich schneide deinen Bart ab. Hat er eingeschlagen, alle ringsherum haben das mit wahrgenommen, waren alle begeistert. Und jeden Tag wurde es immer ängst, wo immer ängstlich, ich habe verfallen ins Gesicht. Ich sage, wenn wir jetzt siegen, ist der Bart ab. Nun, bei einem Mannschaftswettbewerb braucht man gerade beim Trophy-Wettbewerb 6 gute Fahrer und im Silberweißen-Wettbewerb 4, die wir ja auch mehrmals gewonnen haben. Ich möchte da nicht einen Einzelnen herausheben, aber ich möchte solche Namen wie damals nennen, wie Werner Soleski, Fred Bolomowski oder auch Peter Ulich, Harald Sturm und Jens Scheffler, sowie also auch Manfred Jäger, die
Elite von MZ nach vorne halfen. Auch zu erwähnen ist auch Frank Schubert, der immer, wenn es galt, die entsprechenden Punkte für die Mannschaft mitholte. Ich wäre sehr erfreut, wenn es den jungen Sportlern wieder mal so ein Erfolg vergönnt sein würde. Aber ich muss es sagen, es ist wirklich sehr, sehr schwer. Und es hat manchmal die ganze Kraft des ganzen Teams bedarf, von der Betreuung, abgesehen vom Fahrer, auch von der Betreuung.